Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Letare heißt dieser Sonntag und fordert uns auf, freuet euch. Er ist das kleine Osterfest in der Zeit, die wir Passionszeit, also Leidenszeit nennen. Die Farbe, die zu diesem Sonntag gehört, ist rosa, ein bisschen ins Lila, denn die Passionsfarbe, wie man sieht, ist lila und die Osterfarbe ist weiß wie das Licht. Aber ist Ihnen, den Erwachsenen und euch, den Kindern, nach Freude zumute? Lächeln, Lachen und Freude gehören eng zusammen. Was bringt Sie, was bringt mich zum Lächeln? Mich bringt ein freundlicher Mensch, dem ich begegne, auf den zwar leeren Straßen, aber dennoch einige sind da zum Lächeln. Ein Sonnenstrahl, der in die Kirche scheint. Frühlingsblumen, wie der wunderschöne Blumenstrauß hier nebendran. Und was bringt mich zum Lachen? Die Komik des Alltäglichen, meine eigenen Fehler und meine Vergesslichkeiten. Nicht immer, ich geb's zu. Und was mich zum Lachen bringt und auch zum Nachdenken, dass in Deutschland Toilettenpapier gehortet wird, warum auch immer. Und dass geschrieben wird, die Menschen plünderten die Geschäfte, obwohl sie nur viel einkaufen, was manche Hamster nennen. Worüber freue ich mich, dass viele sehr vernünftig sind, Distanz wahren, zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern und obwohl sie gerne Nähe auch zu den älteren Eltern hätten, nicht hinfahren. Dass ein positiver Effekt der Corona-Krise ist, dass wir sehr viel ökologischer leben. Und dass wir hoffentlich aufeinander mehr achten und ich sehe und höre, die Hilfsbereitschaft ist groß. Ich freue mich, dass vielen nicht gleichgültig ist, wie es all jenen geht, die durch die Maßnahmen kein oder gar kein Geld verdienen, Künstlerinnen, Musikerinnen, Selbstständige und all jene, die Kurzarbeit machen müssen. Dass Petitionen im Umlauf sind, die Künstlerinnen und Musikerinnen zu unterstützen. Vielleicht finden Sie und findet ihr etwas, was Freude bereitet. Denn wir bekommen ein ganz besonderes Geschenk durch diese Krise. Solange wir gesund sind. Zeit. Das ist regelrecht ungewohnt. Anstelle der sonst üblichen Hektik können wir es langsamer angehen lassen. Ihr, die Kinder, müsst nicht so früh aufstehen, sondern könnt in Ruhe die Hausaufgaben machen. Vor allem spielen. Sie, die Eltern, müssen nicht auf die Uhr schauen, wann der nächste Termin ruft. Zeit ist da für längere Telefonate mit Verwandten und Freunden und Freundinnen. Zeit ist da für all die Dinge, die darauf warten, getan zu werden. Zeit, uns zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Muße zum Nachdenken und Gelegenheit, gedanklich und tatsächlich aufzuräumen. Aber nicht jeder und jede freut sich darüber. Manchen fällt es schwer, mit der vielen Zeit etwas anzufangen, die plötzlich da ist. Manche gehen einander auf die Nerven. Dinge stören uns, die sonst unwichtig sind. Und bei manchen kommt es sogar zu Streit. Bewahrt Geduld und vor allem freut euch. Lachen ist eine wunderbare Medizin. Verordnet wird sie selten, aber sie macht das Leben leichter. Manchmal bleibt uns das Lachen zwar im Halse stecken, aber oft ist es etwas Befreiendes. Lasst uns von den Clowns lernen. Die sind so herrlich unbeholfen, ungeschickt, ganz direkt und machen das, was wir Erwachsene uns nicht mehr erlauben. Sie sind ein bisschen wie Kinder,
ziehen bunte Klamotten an, ungleiche Schuhe und setzen eine rote Clownsnase auf, die gleich das Lächeln der anderen ins Gesicht zaubert. Clowns machen sich zum Narren und leisten sich, anders zu sein, schräg, fröhlich, naiv und fragend. Und sie sind sogar in Kliniken unterwegs, auf jenen Stationen, wo sogar den Kindern oft nicht nach Lachen zumute ist. Sie schaffen es, einen Moment der Freude aufkommen zu lassen und damit zu trösten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.